Hallo! Eigentlich schon vor Monaten hatte ich dieses Video angekündigt. Ich hatte zwei verschiedene Tipps-Videos, die ich unbedingt drehen wollte. Und heute ist endlich der Tag gekommen, an dem ich das zweite drehe. Ich wollte eigentlich ein Spooktober-Countdown-inspiriertes Video machen, aber ihr habt auf Instagram dafür gestimmt, dass ihr lieber dieses Video sehen wollt. Wenn ihr mit diesem Ergebnis nicht zufrieden seid, dann folgt mir auf Instagram und stimmt nächstes Mal mit ab. Vielleicht kommt dann das, was ihr sehen wollt. Ich habe euch schon mal ein Video gemacht, wo ich euch verglichen habe, wie Influencer-Make-up, wie Kamera-Make-up funktioniert und was besser ist für Real-Life-Make-up. Und heute fokussiere ich mich auf jeden Fall auch sehr stark auf Real-Life-Make-up, damit das Make-up für euch persönlich, wenn ihr Make-up macht, schön aussieht. Übrigens werden in diesem Video auch meine Pinsel vorkommen, weil ich auch über Pinsel sprechen werde. Das Video ist nicht explizit geplant dafür gewesen, sondern wie gesagt, ich habe das ja schon vor Monaten geplant. Aber es passt jetzt ganz gut. Ich kann euch noch so ein bisschen meine Pinsel in Action zeigen, also wundert euch nicht. Ich habe natürlich nicht nur Pinsel rausgebracht. Übrigens habe ich auch eine EP gedroppt auf Spotify, auf Apple Music, überall zu finden. Und das Musikvideo wird auch bald kommen. Ich freue mich schon so darauf, weil wir das alles in Eigenregie gemacht haben. Und es ist so ein riesiges Projekt gewesen. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr auf meinem Musikkanal vorbeischaut, wenn es denn online geht. Ich werde es euch auf jeden Fall verlinken. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht ja um Make-up-Tipps. Auf jeden Fall habe ich euch 20 Tipps rausgesucht, die euer Make-up sofort verbessern. Es könnte sein, dass es sogar mehr als 20 sind, weil mir immer zwischendurch wieder welche einfallen. Aber ich habe hier eine lange Liste an Tipps, die ich euch jetzt zeigen werde. Ich werde euch auch ein paar Sachen zeigen, die eben unterschiedlich funktionieren. Und ihr könnt danach das perfekteste Make-up eures Lebens machen. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach direkt an. Wenn ihr dieses Video cool findet, wenn ihr solche Formate feiert, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen, auch über Kommentare. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt gerne und aktiviert die kleine Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil der Familie werdet. Und dann würde ich mal sagen, wir spulen ein bisschen Zeit zurück zu meinem ungeschminkten Ich. Okay, es gibt so ein paar Sachen, die wirklich immer helfen und die euch wahrscheinlich auch schon jeder gesagt hat. Und zwar erstens natürlich Skincare first. Es ist wichtig, dass ihr euch um eure Haut kümmert, dass ihr sie pflegt, dass ihr Feuchtigkeit gebt, bevor ihr Make-up drauf macht. Auch bei fettiger Haut, das habe ich euch, glaube ich, in meinem letzten Video dieser Art auch schon gesagt. Egal was, eine gute Feuchtigkeitspflege ist sehr, sehr wichtig. Übrigens auch SPF ist sehr wichtig. Ich trage mir jetzt erstmal eine Feuchtigkeitscreme auf, die meine Haut gut verträgt. Das ist die Moisture Surge von Clinique. Vergesst übrigens unter den Augen nicht. Ich könnte natürlich eine Augencreme auch dafür nehmen, wenn ihr möchtet. Aber das ist sehr, sehr wichtig, damit eben der Concealer später nicht super creasy und alt aussieht. Was auch natürlich sehr wichtig ist, eure Pinsel sauber zu halten und eure Schwämme sauber zu halten. Da bin ich unglaublich ein schlechtes Vorbild, weil ich das ständig nicht mache. Aber gerade wenn ihr so ein bisschen Probleme mit eurer Haut habt, vielleicht liegt es daran. Deswegen ist das natürlich auch ein Tipp, der sehr, sehr wichtig ist, der jetzt nicht super innovativ ist. Dazu kommen wir dann gleich. Und noch einer, bevor wir so wirklich anfangen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr Sachen nicht einfach blind kopiert. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Eyeliner in einer bestimmten Form mache, dann kann es sein, dass der bei eurer Augenform zum Beispiel einfach nicht funktioniert. Ihr müsst euch da so ein bisschen reinfuchsen. Vielleicht auch so ein bisschen Leute suchen, die eine ähnliche Augenform haben, einen ähnlichen Hauttypen hat wie ihr und so weiter und so fort. Einfach damit ihr wisst, wie die Platzierungen und die Formen bei euch funktionieren. Ansonsten learning by doing. Probiert einfach mal ein paar Sachen aus und schaut, was euch besser gefällt an euch. Offensichtlich habe ich meine Augenbrauen schon gemacht. Ich habe jetzt einfach so einen Stift genommen. Wichtig ist aber eigentlich, dass ihr vorne nicht so eine ganz harte Kante habt. Ich würde euch gerne ein Beispielbild einblenden, aber das wäre einfach gemein. Könnt ihr natürlich machen, wenn es euch wirklich gut gefällt. Aber normalerweise, sage ich jetzt mal, sieht es besser aus, wenn es ein bisschen softer vorne ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Enden eurer Augenbrauen auch abrasieren. Habe ich jetzt gerade nicht, deswegen mache ich es nicht extra für dieses Video. Normalerweise bin ich da voll dabei, aber ich muss gleich Ghost Hunten gehen. Ohne Augenbrauen, nein. Kriegen die Geister noch Angst vor mir und kommen nicht raus. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr wirklich das Ende der Augenbraue abrasieren und die ein bisschen höher setzen. Damit kriegt ihr so ein bisschen so ein Facelift. Ich werde jetzt bei den Augen anfangen und da kommen wir auch schon zu einem nächsten Tipp. Mit den Augen anzufangen, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr super viel Fallout haben werdet oder nicht. Wenn ich irgendwas Kräftigeres mache, irgendwas Dunkleres mache, was Bunteres mache, was mit Glitzer mache, immer die Augen zuerst. Das ist so, so wichtig, weil ihr einfach so schwer manchmal Fallout von eurem Gesicht bekommt. Und dann habt ihr euch so viel Mühe gegeben bei eurer Foundation und später habt ihr überall lila Flecken im Gesicht und müsst alles nochmal neu machen. Deswegen, der Lidschatten kommt zuerst. Dann haben wir hier eine Eyeshadow Base. Das ist jetzt die Urban Decay Primer Potion. Vertraut mir, Leute, Eyeshadow Base macht einen gigantischen Unterschied. Es gibt natürlich 2000 verschiedene Eyeshadow Bases. Da müsst ihr dann schauen, was für euch gut funktioniert. Und je nachdem, was ihr macht, zum Beispiel gehen oft weiße Bases super.
super, wenn ihr die Farbe richtig intensivieren wollt. Oder wenn ihr viele Äderchen habt wie ich, dann eben so eine getönte Augenbase, die das so ein bisschen schon mal abdeckt und ausgleicht. Das ist sehr wichtig, auch für die Haltbarkeit. Wenn ihr es also irgendwie einrichten könnt, wäre es grandios, wenn ihr eine Eyeshadow Base in eure Routine einbaut. Ich werde heute übrigens die Palette auch benutzen, die Catrice und Maxim Palette, die Pressed Pigment Palette, mega, mega schön. Ich kann sie euch mal zeigen. Ich glaube, ich werde tatsächlich eher bei den natürlicheren Farben bleiben heute, aber wir werden sehen. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch. Dann nehme ich jetzt erstmal Color Match. Das ist diese matte Farbe hier. Settet die Eyeshadow Base oben. Ihr könnt sie natürlich auch komplett setten, wenn ihr möchtet, aber das mache ich zum Beispiel nicht, weil ich eben diese intensive Farbe haben möchte, wenn ich es eben auf eine Base draufsetze, die nicht gesettet ist. Aber wenn ihr hier oben settet, habt ihr viel weniger Probleme, später ganz weich auszublenden. Also es ist viel, viel einfacher, es ist schneller, es ist unkomplizierter. Deswegen ist das so ein Tipp, den ich immer und immer wieder geben werde. Es gibt einen ganz wichtigen Tipp, den ich euch ans Herz legen kann. Und ich weiß, dass so, so, so viele das falsch machen. Ich sehe das immer und immer und immer wieder. Da wird sich beschwert, dass irgendeine Farbe super unpigmentiert ist. Dabei wurde sie mit einem Blendepinsel aufgetragen. Es gibt einen Grund, warum es so viele verschiedene Pinsel gibt und warum die verschiedene Aufgabenbereiche haben. Ein Blendepinsel, außer ihr wollt super soft auftragen, ist nicht wirklich dafür geeignet, Pigment auf euer Auge zu packen. Genauso ist so ein flacher synthetischer Pinsel nicht dafür geeignet zu blenden. Ich nehme jetzt mal meinen kleinen Blendepinsel aus meinem Set und nehme die Farbe Boyfriend. Und das Ding ist, ich habe die extra so konzipiert, dass sie sogar noch Farbe auftragen. Aber ich zeige jetzt mal den Unterschied. Warte, ich zoome euch mal ran. Ich habe die Base extra nicht gesettet, das heißt, es wird auf jeden Fall Pigment da sein, aber so sieht das Ganze aus, wenn ich das mit einem Blendepinsel direkt auftrage. Sieht ganz süß aus für so einen natürlichen Look. Aber ich werde jetzt gleich mal die gleiche Farbe nehmen und das mit einem anderen Pinsel auftragen. Ich habe jetzt hier mal auch einen Blendepinsel, der ist aber fester gebunden. Das habe ich euch in meinem letzten Video schon erzählt. Da gebe ich euch jetzt mal ein Beispiel. Und zwar gleiche Menge an Produkt. Und den packe ich mir jetzt genauso wie vorhin auch hier drauf. Und ihr seht jetzt schon den Unterschied. Es ist die gleiche Menge an Produkt, nur mit einem anderen Pinsel aufgetragen. Also, wenn ihr denkt, dass eure Lidschatten vielleicht gar nichts machen oder nicht funktionieren, vielleicht probiert ihr es mal mit einem anderen Pinsel. Wenn ihr es sehr intensiv haben wollt, ich habe hier auch so einen kleinen Pencil Brush in meiner Kollektion und da könnt ihr dann richtig intensiv aufbauen und auch eben präzise aufbauen, wenn ihr möchtet. Also ich denke mal, ihr seht den großen, großen Unterschied. Allgemeine Regel, zum Beispiel würde ich jetzt mit dem Pinsel, mit dem ich es am Anfang aufgetragen habe, ausblenden, weil dafür ist er gemacht. Wenn ihr super soft blenden wollt, dann nehmt weiche, nicht zu dichte Blendepinsel. Wenn ihr Farbe aufbauen wollt, dann braucht ihr einen dichten Pinsel, der eben viel Farbe aufnehmen kann und wieder abgeben kann. Mit ein bisschen mehr Widerstand als mit so einem. Je weniger Widerstand, desto weniger Farbintensität. Das ist so die allgemeine Regel. Und es gibt natürlich auch Pinsel, die besser geeignet sind für Cremeprodukte, wie zum Beispiel eben dieser flache Pinsel aus meiner Kollektion, der hier. Solche Pinsel, die eher fester sind und eher glatt sind, also eine sehr, sehr glatte Fläche haben, die sind eher dafür geeignet, damit mit Cremeprodukten zu arbeiten oder mit flüssigen Produkten. Schauen wir jetzt hier, ich habe gerade noch mal mit meinem Blendepinsel eingedippt in die Farbe und ich kriege sie trotzdem lange nicht so intensiv aufgebaut wie hier. Heißt nicht, dass es nie an den Lidschatten liegen kann, wenn es nicht funktioniert, aber vielleicht müsst ihr einfach mal wirklich eure Pinselwahl so ein bisschen überdenken. Ein weiterer Tipp, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, obwohl ich ihn schon benutzt habe, ist einen sauberen Blendepinsel zu nehmen, zwischendurch immer mal wieder, wenn ihr wirklich einen soften Look haben wollt und mit einem sauberen Pinsel auszublenden. Ihr müsst nicht immer mehr Farbe dazu packen. Ich weiß, das machen ganz, ganz viele immer, aber ihr müsst nicht. Es ist tatsächlich einfacher manchmal, so richtig soft auszublenden, wenn ihr einen sauberen Blendepinsel nehmt. Also einen ganz normalen Blendepinsel, der aber eben keine Pigmente drin hat und mit dem lässt es sich sehr einfach ausblenden. Übrigens, Maxim, sehr, sehr schöne Farbe. Übrigens noch ein Tipp. Solche Dinger hier, das sind solche Brush Cleanser, aber nicht wirklich. Das ist von Catrice, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Aber die gibt es öfter mal. Da war sogar mal ein Hype drum, viele, viele Jahre zurück. Wenn ihr ganz, ganz schnell eure Pinselfarbe wechseln wollt, geht das mit denen recht gut. Das heißt, ihr geht einfach mit dem Pinsel hier rein, ein paar Mal so, und dann könnt ihr den Pinsel auch wieder weiter benutzen mit einer anderen Farbe. Ich nehme jetzt einen fluffy, aber dichteren Pinsel, der ist auch aus meinem Set, natürlich, für das Lid. Das mache ich eigentlich immer so. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal in Coins. Der gefällt mir ganz gut. Mit solchen Pinseln lässt sich eben Farbe richtig gut auftragen. Ihr könnt ja hoffentlich sehen, dass da wirklich viel Pigment jetzt drin ist und es war jetzt nicht wirklich super anstrengend. Und damit könnt ihr dann einfach auf euer Lid sehr einfach die Farbe abgeben und das sieht sehr nice aus. Übrigens beim Farbaufbau auch nochmal ein Tipp, wenn ihr wirklich Farbe intensiv haben wollt, zum Beispiel bei solchen Schimmerfarben,
immer aufdrücken, anstatt so zu wischen. Damit kriegt ihr viel intensivere Farbabgaben. Wir machen gleich das Augen-Make-up fertig, aber da jetzt der Lidschatten hauptsächlich schon drauf ist, würde ich jetzt nämlich die Base-Make-up-Sachen machen. Und da würde ich jetzt mal anfangen bei dem Offensichtlichen. Eine Make-up-Base ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr eine habt, die für eure Haut funktioniert. Ich nehme jetzt die Dominique Cosmetics Base, weil die super, super feuchtigkeitsspendend ist. Ich habe die von Purish bekommen für ein Video mal und seitdem benutze ich die eigentlich jedes Mal, wenn ich mein Make-up mache. Not sponsored gerade. Aber kann sie euch trotzdem mal verlinken. Okay, nächster Tipp. Ich schwöre, ich bin nicht gesponsert von Dominique Cosmetics gerade. Aber ich habe hier einen Hydrating Setting Spray. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Es gibt noch andere. Allgemein Setting Sprays können für diesen Schritt funktionieren. Wenn eure Haut wirklich sehr, sehr trocken ist, hilft es manchmal, ein Setting Spray direkt vor der Foundation aufzusprühen oder eben so ein feuchtigkeitsspendendes Spray. Es gibt ja auch solche Sachen wie von Clinique gibt es, glaube ich, eins, was nur Feuchtigkeit spendet. Das ist kein Setting Spray. Fix Plus zum Beispiel würde auch funktionieren. Das mache ich manchmal, wenn meine Haut wirklich sehr, sehr trocken ist. Dann ich habe einfach das Gefühl, dass dann die Foundation so ein bisschen besser auf die Haut geht. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, Color Correction. Ich mache das nicht immer, nicht für jeden Anlass, aber wenn ihr wirklich eine super schöne Base haben wollt, ist Color Correction sehr, sehr hilfreich. Wenn ihr zum Beispiel viele rote Stellen habt, dann könnt ihr die mit Grün ein bisschen ausgleichen. Nehmt nichts, was zu krass pigmentiert ist. Bei bläulichen Augenringen zum Beispiel gibt es diese Corrector von Becker zum Beispiel. Ich habe sogar den dunkleren gerade, weil meine Augenringe sehr lila sind. Normalerweise nehme ich aber den hellen, der ständig ausverkauft ist. Fühlt euch bitte nicht gezwungen, Color Correction zu machen. Ich erzähle es euch nur, weil es helfen kann. Oh wow. Schön habt ihr es gemacht. Schaut euch da mal vielleicht ein bisschen um. Es gibt auch super günstige Varianten. Es gibt, glaube ich, von Maybelline welche. Wow, ich sehe gar nicht krank aus jetzt. Ich sehe so freaky aus. Ich kann mich kaum angucken. Egal, wir machen weiter. Was Foundation betrifft, wenn ihr sehr schöne, natürlich aussehende Haut haben möchtet, aber zum Beispiel relativ viele Pickel habt oder irgendwelche Unreinheiten eben oder Discoloration, nehmt trotzdem weniger Foundation. Ich habe jetzt hier eine ganz normale kleine. Das ist eigentlich schon fast so ein Tinted Moisturizer von NYX, Bear With Me. Wenn ihr eure Pickel eher mit Concealer abdeckt, dann habt ihr trotzdem insgesamt einen schöneren Look. Also ich habe manchmal das Gefühl, je weniger ich abdecke, desto besser sieht es aus. Und bei Foundation, wie gesagt, weniger ist mehr. Ich nehme gerne so einen Pinsel und stampe einfach mal so ein bisschen was auf, damit ich nicht eine super fette Schicht an Foundation habe. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Pinsel von Rare Beauty dazu, der sehr sauber ist. Und verteile das, der Pinsel ist gerade sauber, also ich mache jetzt nicht noch mehr Produkt drauf, sondern verteile einfach das, was ich jetzt gerade carefully platziert habe. Natürlich könnt ihr da immer noch mal drüber gehen, wenn ihr doch noch mal aufbauen wollt, aber in also meiner Erfahrung nach ist es einfach oft viel, viel schöner, wenn ihr weniger Foundation nehmt und dann eben die Kleinigkeiten mit Concealer abdeckt. Ja, auch wenn es viele Kleinigkeiten sind, dann ist es trotzdem schöner, wenn ihr die Zeit natürlich habt. Es ist einfach so, dass nicht jeder Millimeter von eurem Gesicht so viel Foundation braucht. Ich weiß, auch wenn ihr Akne zum Beispiel habt, dann werdet ihr mir wahrscheinlich nicht zustimmen, aber selbst da ist es wirklich viel angenehmer, wenn ihr weniger Foundation nehmt, weil ihr letztendlich eure Textur auch oft einfach nur noch hervorhebt, was man ja eigentlich nicht haben möchte. Und bei Full Coverage Foundation ist es leider so, dass sie einfach ein bisschen cakey aussieht im wahren Leben. Man kann da nicht wirklich drumherum kommen großartig. Es gibt welche, die schöner aussehen und welche, die weniger schön aussehen. Nehmt vielleicht lieber ein bisschen weniger. Ihr könnt ja trotzdem Full Coverage nehmen. Ich habe zum Beispiel auch die Double Wear von Estée Lauder, die sehr beliebt ist für sowas. Und von der nehme ich einen kleinen Pumpstoß eigentlich und verteile den genauso wie jetzt ich jetzt gerade mit diesem Ding hier mache auf meinem Gesicht. Und es hält ewig und deckt sogar richtig gut ab. Manchmal braucht ihr einfach viel, viel weniger Produkt, als ihr glaubt. Kommen wir tatsächlich zu Concealer. Auch hier gilt, chillt ein bisschen mit der Menge. Ich weiß, wir haben alle gelernt, dass wir riesige, ausgefüllte Dreiecke unter unser Auge packen sollen. Aber ich zum Beispiel mache hier einen Punkt, hier und manchmal hier außen, weil das auch so ein bisschen das Auge liften kann. Den Trick kennt ihr wahrscheinlich schon. Was auch helfen kann, ist, wenn ihr vorne dann so ein bisschen es noch antrocknen lasst. Also hier hat man ja meistens so ein bisschen die dunkelsten Schatten. Deswegen fange ich so in der Mitte an. Blende dann außen schon mal so ein bisschen und dann gehe ich erst nach vorne. Ach, noch ein Tipp übrigens, ihr könnt euren Lidschatten hier richtig sharp machen. Wenn ihr auch so eine richtig krass scharfe Kante haben wollt, dann könnt ihr das auch mit Washi-Tape machen zum Beispiel. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich gerade nicht dran gedacht habe. Übrigens hilft es auch nicht zu wischen, da kriegt ihr die meiste Deckkraft aus eurem Produkt. Das ist, glaube ich, so ein wiederkehrender Theme. Beim Lidschatten ist es ja ähnlich. Wenn ihr einfach nur tappt, egal ob mit Schwamm oder mit Pinsel, dann kriegt ihr die meiste Deckkraft
für euer Produkt. Ihr seht, sehe ich nicht mehr crazy und orange aus, sondern es sieht jetzt eigentlich ziemlich gut aus, würde ich behaupten. Ich habe hier zum Beispiel auch noch ein paar Flecken, die sieht man jetzt nicht so gut, aber man sieht sie auf jeden Fall noch. Da gehe ich jetzt einfach mit dem Concealer auch nochmal drüber. Ich mag es nicht, helle Concealer zu benutzen, aber wenn ihr zum Beispiel Pickel und sowas abdecken wollt, nehmt einen Concealer, der sehr ähnlich ist wie eure Foundation-Farbe, sonst habt ihr ein Problem. Das wäre nämlich total auffällig, deswegen mache ich das sowieso schon mal nicht. Und wie schon angesprochen, unter den Augen gilt hier vor allen Dingen, wenn ihr wollt, dass das ein bisschen besser deckt, lasst es ein bisschen antrocknen und dann blendet es erst aus. Natürlich nicht so lange, dass es nicht mehr ausblendbar ist, sondern lasst es einfach kurz antrocknen, dann kriegt ihr da mehr Pigment und es wird einfach ein bisschen mehr deckend. 200 Jahre später. Ein weiterer Tipp, vor allen Dingen, wenn ihr euer Make-up wirklich schön gleichmäßig haben wollt und es den ganzen Tag halten soll und es trotzdem sehr schön verschmolzen sein soll mit eurer Haut. Bevor ihr aber Puder macht, zwischen den Schritten könnt ihr Setting Spray aufsprühen. Das mache ich ständig, gerade für Fotoshootings. Ich lasse es kurz antrocknen und oft tappe ich das nochmal aus mit einem Beauty Blender. Damit verschmilzt alles nochmal richtig schön mit der Haut. Das sieht dann einfach sehr, sehr viel natürlicher aus, weil man eben der Haut auch Zeit gibt, das Ganze ein bisschen anzunehmen. Je mehr man einarbeitet im Grunde, desto besser sieht es auch aus normalerweise. Deswegen macht das schon Sinn. Wenn ihr zum Beispiel viele Fotos macht, flüssige Produkte. Momentan, obwohl ich Oily Skin Girl bin und zwar so richtig, benutze ich unglaublich gerne flüssige Produkte für alles Mögliche. Ich kann mir kaum mehr vorstellen, es nicht zu tun. Und das sage ich als jemand, der das gar nicht mochte. Ich mochte das überhaupt nicht. Aber ich habe gelernt, dass das einfach zum Teil so viel schöner aussieht auf der Haut. Und je mehr Puder, vor allem wenn man ein bisschen älter wird, wie ich jetzt gerade, desto mehr setzt sich das Zeug auch in die Fältchen auf. Und dieses ganze Baking und so ist ja schön und gut, aber für mich zum Beispiel ist es einfach komplett sinnfrei. Zumindest wenn ich es jetzt in dem Ausmaß mache, wie viele es eben machen. Es gibt richtig gute, auch günstige Flüssigprodukte. Das, was ich jetzt benutze gerade, ist zum Beispiel von NYX. Also auch nicht unglaublich hochpreisig. Das ist einfach dieses Contour Face Duo. So sieht das aus. Flüssige Produkte können echt so ein bisschen so ein Lifesaver sein. Vor allen Dingen auch, wenn ihr vielleicht sogar trockene Haut habt, dann ist das mega, mega angenehm. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich diese Rare Beauty Blushes über alles liebe. Die haben mich so komplett umgepolt, was flüssige Produkte betrifft. Ich benutze einfach nichts anderes mehr. Sorry an all die schönen Blushes da draußen, die ich nicht mehr benutze. Wenn wir schon dabei sind, Blush Placement. Sehr, sehr interessantes Thema. Es gibt so viele Videos darüber, wie verschiedene Blush Placements euer Gesicht verändern. Probiert einfach mal verschiedene aus. Es gibt ja welche, die macht man hier vorne zum Beispiel nur. Ich mache das oft weiter hinten, weil es einfach mein Gesicht so ein bisschen hochzieht. Je nachdem eben, was euer Ziel ist mit eurem Blush und wie ihr wollt, dass euer Gesicht aussieht, könnt ihr das in verschiedenen Arten auftragen. Also wenn ihr zum Beispiel vorne nicht auftragt, dann sieht euer Gesicht eben so ein bisschen höher aus, ein bisschen snatched. Ich mache gerne mal so eine Mischung daraus. Ich ziehe es trotzdem ganz gerne nach vorne. Ich mag so kleine Apfelbäckchen. Ich finde das gar nicht so scheiße. Aber ich mache es auch oft so ein bisschen auf die Nase, weil es einfach ein bisschen süßer aussieht und ein bisschen fresh und ja, keine Ahnung, ich mag das ganz gerne. Allgemein gesprochen auf jeden Fall, lasst euch vielleicht mal ein bisschen Zeit, ein bisschen rumzuprobieren mit verschiedenen Placements, was Blush und Bronzer betrifft. Einfach, um zu gucken, was euch am besten an euch gefällt. Ihr müsst nicht dieses typische Dreier-Ding machen. Geht mal so ein bisschen raus aus der Box der normalen Auftragmöglichkeiten und schaut einfach mal, was euch am besten gefällt. Was Puder betrifft, ich mag lose Setting-Puder, aber ich bin kein großer Fan von Baking. Wie gesagt, mein Tipp an euch ist, weniger Puder ist mehr. Vor allen Dingen, wenn ihr so ein bisschen älter werdet, wie ich. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger funktioniert Puder für mich. Deswegen mache ich das echt. Ich klopfe das so hart ab, dass eigentlich nichts mehr rauskommt. Und dann gehe ich da ganz vorsichtig drüber. So ein bisschen setten muss ich es normalerweise, weil es einfach sonst richtig krass in meine Fältchen kriecht. Aber so habe ich nicht diese mega Falten unter den Augen, die ich habe, wenn ich zum Beispiel versuche zu baken. Das geht bei mir überhaupt nicht. Dazu müsst ihr nicht mal alt sein, sondern je nachdem, wie euer Auge eben in eurem Gesicht sitzt, habt ihr hier einfach beim Reden und Lachen mehr Fältchen oder weniger. Und bei mir sind es zum Beispiel mehr schon immer gewesen. Und da hilft Puder halt leider wirklich nicht. Das Einzige, wo ich vielleicht mal empfehle zu baken, ist, wenn ihr einen Pickel zum Beispiel abgedeckt habt oder irgendwo einen schwierigeren Bereich habt und da wollt, dass der sicher da bleibt, wo er ist. Das mache ich dann auch öfter mal. Aber mehr tatsächlich nicht. Je nachdem müsst ihr nicht mal euer gesamtes Gesicht abpudern. Also wie gesagt, ich bin Oily Skin Girl und selbst ich kriege es manchmal besser auf die Reihe, wenn ich nicht so viel Puder benutze. Okay, ich gehe jetzt mal zurück zum Augen-Make-up. Was Wimpern betrifft, Wimpernzangen können einen riesigen, gigantischen Unterschied machen. Aber seid vorsichtig, bitte. Wenn ihr euch da nicht so ganz sicher seid, dann macht es lieber nicht. Ich möchte niemanden die Wimpern kosten.
Wir brauchen die noch. Der nächste Punkt wird mich richtig viel Überwindung kosten, denn ich muss jetzt absichtlich was falsch machen. Ich habe jetzt hier eine Mascara. Was uns allen passiert, wirklich uns allen, ist, dass wir Mascara irgendwie auf unser Lid bekommen, auf unser Gesicht, dass wir irgendwie das an der Nase vorbei dotzen und dann haben wir da so einen schwarzen Punkt. Das will niemand, aber es passiert eigentlich immer und immer wieder. Okay, ich tue es jetzt, oder? Okay, ich habe jetzt hier eine Mascara, Punkt. Ich meine Mascara. Und ich weiß, dass wir dann alle Panik schieben und versuchen, das wegzuwischen und dann ist unser Concealer weg oder unser Lidschatten weg und das ist alles scheiße. Lasst es antrocknen. Seitdem ich das mache, habe ich so viel weniger Unfälle, was das betrifft, weil, wenn ihr es antrocknen lasst, könnt ihr es relativ einfach entfernen. Ich lasse es jetzt mal trocknen und dann kommen wir gleich wieder zurück. Während ich hier sitze, erzähle ich euch noch was, was wichtig ist für die oily skin people da draußen. Blotting Papers. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst, wenn ihr die nicht benutzt. Es gibt super günstige, die sind jetzt von Essence. Ich glaube, die gibt es auch noch, bin ich mir gar nicht sicher. Aber es gibt wirklich günstige, da sind 50 Stück drin. Ich kann es euch jetzt schlecht zeigen, weil ich gerade mein Make-up frisch gemacht habe. Aber ihr nehmt dann einfach, wenn ihr merkt, okay, ihr müsst mal wieder nachpudern, nehmt ihr so ein Ding, packt es euch aufs Gesicht, das zieht das Öl raus. Wow, ich sehe jetzt aus wie so ein Monster. Ja, bei mir zieht es jetzt gerade nicht viel, weil, wie gesagt, ich habe gerade mein Make-up frisch gemacht, da ist jetzt nicht viel Öl drin. Und erst dann geht ihr mit Puder drüber. Das heißt, wenn ihr nämlich mit Puder direkt auf eure ölige Haut geht, dann kriegt ihr diesen mega cakey Look viel, viel schneller, weil einfach das Öl sich mit dem Puder vermischt und dann wird es eine eklige Masse auf eurem Gesicht und es ist einfach nur ekelhaft. Das heißt, spätestens nach dem zweiten Mal abpudern, seht ihr halt einfach sehr cakey aus. Das kann mit diesen Blotting Papers eben so ein bisschen vermieden werden, weil es einfach dieses Öl schon mal wegnimmt. Das heißt, ihr habt weniger Zeug auf eurem Gesicht, weil ihr das Öl entfernt habt. Schlau, ne? Okay, ich hoffe, dass die Mascara jetzt getrocknet ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt hier so ein Mascara, nicht Mascara, so ein Wimpernbürstchen. Mit denen funktioniert es tatsächlich am besten. Ich hoffe nur, dass das jetzt halbwegs sauber ist. Und damit könnt ihr jetzt tatsächlich ganz vorsichtig die Mascara abkratzen. Ha! Man sieht einfach fast nichts mehr. Natürlich kann es sein, dass man noch so einen leichten Schatten vielleicht sieht, aber das kann man tatsächlich auch relativ einfach ausgleichen mit Lidschatten zum Beispiel. Also so ist es wirklich viel, viel besser, als wenn ihr wischt und dann habt ihr einen riesen dunklen Fleck auf eurem Auge. Lasst es auf jeden Fall antrocknen. Okay, so viel dazu. Ich glaube, das waren jetzt deutlich mehr noch als 20 Tipps, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt man doch so schön, oder? Wenn ihr noch irgendwelche krassen Make-up-Tipps habt, die ihr vielleicht in die Welt hinaustragen wollt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Ich würde mich natürlich sehr freuen und glaube, ganz viele andere auch, die vielleicht auf diesem Video gelandet sind, weil sie eben ihr Make-up verbessern wollen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video bitte, bitte einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch wenn ihr mir Kommentare da lasst und meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Teil der Familie werdet. Der Spooktober steht an. Ich bin schon in den Startlöchern. Ich habe so Angst, dass irgendwas schief geht, weil jetzt gerade super viele Drehs auf einmal stattfinden, aber wir werden es versuchen. Auf jeden Fall geht es offiziell am Samstag los, glaube ich. War das am Samstag oder am Sonntag? Ich glaube, am Samstag geht's los. Wir gucken mal. Aber bevor ich gehe und euch in den Oktober entlasse, dieses Video ist gesponsert von D-Make-up. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an euch. Herzlich willkommen zu meinem Thumbnail-Make-up. Ich benutze die Wattepads immer, wenn ich Wattepads benutze. Mache ich ja nicht ständig, aber gerade in Drehs ist es super wichtig für mich, dass ich eben schnell reagieren kann, wenn irgendwas schief geht und ich irgendwas wegmachen muss oder sonst irgendwas. Die haben für verschiedene Ansprüche verschiedene Wattepads, also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr sowas sucht. Auf jeden Fall Dankeschön an euch für das Sponsoren von diesem Video. Ich freue mich wirklich sehr über die Zusammenarbeit. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!